Hallo! In diesem Video möchte ich zeigen, wie die vollständige Induktion funktioniert. Beziehungsweise warum sie überhaupt funktioniert. Ich selbst hasse allerdings Beweise, deswegen können wir das Wort hier oben mal schön wegstreichen. Weil beweisen muss man in der Informatik relativ wenig aus meiner Sicht, aber es geht um die, ich sag mal, um den Algorithmus, der dahinter steht. Das ist nämlich eine ganz coole Sache bei der vollständigen Induktion. Auch wenn das Thema an sich in Mathe immer sehr langweilig gehandhabt wird. Ich versuche das Ganze ohne Formel zu machen, aber ganz ohne geht es nicht. Wir haben immer ein n bei der vollständigen Induktion und ein n plus 1. Was bedeutet denn das eigentlich? Ich lasse einfach mal da. Aber vielleicht, weil es Formeln sind, sollten wir sie doch wegmachen. So, was machen wir bei der vollständigen Induktion eigentlich? Wir sagen irgendwie, dass was für n und n plus 1 gilt. Was heißt das? Wir sagen, es geht ja meistens darum, um irgendwelche Formeln mit Reihen zu beweisen oder so. Und was wir im Grunde machen ist, wir sagen, wenn das hier irgendein Element ist, sagen wir haben hier so einen Zahlenstrahl. Ich mache mal hier so ein Kästchen für Zahlenstrahlen. Und das geht hier hinten noch weiter. So, hier könnten jetzt irgendwelche Zahlen drinstehen. In der Regel sind es ja die natürlichen Zahlen, die da drinstehen. Aber, deswegen schreibe ich hier gar nicht weiter, es ist uns eigentlich voll egal, was für Zahlen da drinstehen. Das ist uns voll egal. Es können Zahlen sein, es könnten auch Brote sein, meinetwegen. Weil die Technik ist dieselbe. Wichtig ist nur, dass der Abstand zwischen diesen zwei Broten, Kästchen, Zahlen, was auch immer es ist, genau der gleiche ist zwischen jedem Kästchen. Und was wir dann machen bei der vollständigen Induktion, wir sagen einfach, okay gut, wir beweisen jetzt einfach mal, dass dieses Kästchen und, keine Ahnung, irgendwas, was wir hier unten haben, dasselbe ist. Das ist gleich. Gut, das ist okay, dann ist alles gut. Für alle, die Formeln mögen, das wäre dann das N. Hä? Und dann sagen wir einfach, gut, es gilt für das und jetzt soll es auch für das gelten. Wir machen also genau den gleichen Vergleich. Auch mit hier wieder so ein Ding. So, und wenn dieses Kästchen und was auch immer hier unten steht gleich ist, dann ist auch wieder alles gut. Vielleicht ein bisschen sehr abstrakt, deswegen können wir hier mal eine 1 und hier eine 2 reinschreiben. Also wenn irgendwas für 1 gilt, dann können wir auch noch prüfen, ob irgendwas für 2 gilt. Und wir können auch noch prüfen, ob irgendwas für 3 gilt. Aber wir brauchen gar nicht prüfen, ob es mit 2 gilt. Deswegen machen wir, die können wir aber drin lassen. Was wir jetzt eigentlich machen ist, das ist jetzt wieder der Teil mit der Formel. Wir sagen, wenn es für 1 gilt, dann gilt es ja auch bestimmt für 2. Und das ist n plus 1 wird das dann damit genannt. Und wenn wir 1 plus 1 haben, dann haben wir 2. Es ist auch genau derselbe Test hier. Das heißt, wenn das hier stimmt, dann können wir den Test auch hiermit machen mit n plus 1. Und wenn das auch stimmt, dann ist alles gut. Der Vorteil an dem, wir testen mit n plus 1 statt mit 2, ist, dass man jetzt das Ganze immer weiterführen kann. Gut, was heißt das jetzt? Steht ja auch in den Mathebüchern immer drin. So mache ich das kurz weg hier. Das bedeutet, wir können so tun, da mache ich die auch noch weg. Wir können so tun, als ob dieser Teil hier um 1 nach rechts verschoben wäre. Nämlich so, dass er dann hier landen würde. Und das können wir deswegen machen, weil wir testen hier mit n gleich 1 und hier mit n plus 1 für den zweiten Fall. Und um das Ganze allgemeiner zu halten, testen wir hier auf der linken Seite eigentlich mit n und auf der rechten Seite mit n plus 1. So, was passiert, wenn wir das jetzt verschieben? Ich mache mal unten weiter, weil da oben wird es langsam echt kritisch. Wir sagen jetzt einfach, gut, wir können sagen, das hier ist n. Hier steht eigentlich n. Und n plus 1 steht ja dann eigentlich hier. So viel sollte klar sein. Warum geht das? Wir haben ja schon bewiesen, oder wir haben ja gerade eben gesagt, es gilt für n plus 1. Das war eben noch das hier. Und wenn wir jetzt das ganze 1 nach rechts schieben, dann wird n plus 1 plötzlich zu diesem Feld hier. Und dann gilt es für dieses Feld. Für dieses Feld gilt es dann deswegen, weil das n rutscht ja auch hier rüber. Und wir haben ja vorher gesagt, für n ist es auch richtig. Wir hatten ja vorher hier den Test, dass es für n gilt. So, und für diejenigen, für die die Zeichnung hier ein bisschen chaotisch war, habe ich mal ein bisschen was Schöneres vorbereitet. Das ist dann ungefähr so. Wir haben n für hier bewiesen und wir haben n plus 1 bewiesen. Und dann sagen wir, wir schieben das in Gedanken einfach eins weiter, weil das hier war ja schon bewiesen und jetzt ist das hier auch bewiesen gewesen. Also muss, wenn das hier bewiesen war, dann muss auch n plus 1 bewiesen sein. Also ist auch plötzlich das hier bewiesen. Und genauso zieht sich diese Reihe einfach immer weiter. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel die natürlichen Zahlen habe, also 1, 2, 3, 4... Dann bedeutet das eben, dass es für 1, für 2, für 3, für 4, die 2 sieht übrigens komisch aus, 4, 5, 6, 7, für alle Zahlen gilt. Und natürlich könnte man das Ganze auch umdrehen. Normal, wenn man hier die vollständige Induktion macht, dann ist es ja immer nur hier für die ganzen positiven Zahlen gemacht. Man könnte jetzt auch sagen, gut, ich beweise es für n
und für n minus 1. Das heißt, das ganze Ding könnte auch genauso gut rückwärts funktionieren. So, wo sind jetzt die Grenzen? Was muss man noch dabei beachten? Das Ganze funktioniert natürlich nur so lang, solange ich hier immer 1 nach vorne oder 1 nach hinten gehen kann. Also solange ich diese Hin- und Her-Schieberei machen kann. Wann kann ich diese, wir machen es mal hier hin. Wann kann ich diese Hin- und Her-Schieberei nicht mehr machen, wenn ich die reellen Zahlen habe, wo ich dann unendlich viele Kommastellen habe. Da kann ich nicht um einen Schritt weitergehen, weil es keinen einen Schritt gibt bei den reellen Zahlen. Deswegen ist dieses ganze Ding immer nur für die natürlichen Zahlen gedacht. Immer da, wo man Schritte weitergehen kann. Natürliche Zahlen oder ganze Zahlen. Und was ich bei der ganzen Sache so cool finde, ist eigentlich nur diese Idee, dass man da drauf kommt. Man muss ja erstmal darauf kommen, dass man sagt, okay, wenn ich sage, es gilt für dieses hier und dieses hier, dann kann ich das ja eigentlich immer weiter nach rechts schieben und dann gilt es ja eigentlich für alle. Also ich finde, das ist schon, da ist schon ein kluger Mann drauf gekommen. Ja, und das war's auch schon mit dem etwas weniger mathematischen Thema.